Sag mal, Trax, fällt dir heute irgendwas auf? Nö. Habe ich mir gedacht. Es gibt auch nichts zum Auffallen. Edge, reingelegt. Ja, brauchst jetzt nicht sauer sein, Trax. Darf ich mir mit dir auch mal einen kleinen Scherz erlauben? Na gut. Okay, Kinder, dann Donnerstag, der letzte Tag, wo Arbeitspensum steht. Morgen sehen wir uns nicht am Freitag, denn morgen sollst du alles, was du im Lauf dieser Woche nicht ganz geschafft hast, fertig machen und notfalls auch die Trax-Shows nochmal anschauen, wenn du Erklärungen brauchst. Achtung, Teil B Rechenrabe, Trax, Seite 105. Hey, wo sind die Malereien hin? Keine Angst, die kommen schon hier in den Rechnungen verpackt. Dafür kommt heute nichts aus dem Arbeitsteil dazu. So, schauen wir mal. Ein Erwachsener hat einen Eintrittspreis von 10 Euro. Ein Kind einen Eintrittspreis von 8 Euro. Wie viel müssen jetzt zwei Erwachsene und zwei Kinder bezahlen? Das heißt, wir brauchen 2 mal 10. Das sind, gut, und wir brauchen 2 mal 8. Und das ist auch gut. Und zusammen sind es die 36. Sehr gut gemacht. Hier machst du schon alleine. Hier, ein Erwachsener zahlt wie viel? 10 Euro. 4 Kinder bezahlen 4 mal 8. Rechnen musst du es jetzt selber und dann zusammenzählen und hier eintragen. Hier genauso. Wenn du jetzt das gleich weiterrechnen möchtest, machst du kurze Pause beim Video und schaltest es dann weiter, wenn wir die Nummer 2 gemeinsam machen können. Nummer 2. Sarah hat 36 Gummibärchen, sie teilt mit ihren 3 Freundinnen. Wie viele Kinder sind es, die hier Gummibärchen bekommen? 3? Schau genau. Sarah hat 36 Gummibärchen und sie hat 3 Freundinnen. Wie viele Mädchen sind es? Gut, wichtig, dass ihr das jetzt erkannt habt. Es sind 4 Kinder, Sarah und 3. Das heißt, sie teilen die Gummibärchen durch wie viele Kinder? Durch 4. Gut. Wie viele Gummibärchen gibt es? 36. Geteilt durch 4. Ausrechnen. Und hier kommt dann das Ergebnis hinein. Zweites Beispiel. Wenn du das gerechnet hast, machen wir weiter. 6 Wochen sind wie viele Tage? Eine Woche hat wie viele Tage? Nein, nicht Schultage. Dann wären es 5. Da hast du recht. Tage insgesamt mit Samstag und Sonntag. Sehr gut. Eine Woche hat 7 Tage und daher haben 6 Wochen nicht 6 plus 7 Kinder. Hallo. Und der Trax schläft auch. Stimmt nicht, ich bin eh wach. Aber ich wollte wissen, ob du auch mitdenkst, Richard. Frecher Vogel, du. Also, 6 mal 7. Ausrechnen. Und das Ergebnis kommt in die Antwort. So, jetzt wird's schlimm. Jetzt müssen wir eine Frage finden. Und da habt ihr ja so eure Probleme, meine Lieben. 32 Sticker. Und sie hat 8 K
kann sie auf eine Seite geben. Also stell dir mal hier vor, das wäre eine Seite, da könnte man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sticker kann man auf eine Seite geben. Auf zwei Seiten passen dann wie viele Sticker? 2 mal 8. Und wie viele Sticker passen dann auf wie viele Seiten? Wie viele Seiten? Eine Frage brauchen wir ganz einfach. Bringt mich der Truck schon mit seinen fragenden Blicken komplett durcheinander. Truck, sag mal selber was. Warum sollte ich? Du bist ja der Lehrer. Und was soll ich ihm jetzt antworten? Dass er recht hat? Er hat auch recht. Ich bin der Lehrer. Also, daher brauchen wir eine Frage. Wir wollen wissen, eine Seite passen 8 Sticker. 32 Sticker sind da. Sie will alle Sticker einkleben. Das müssen wir noch dazu sagen. Also, die Frage wäre, wen habe ich da gehört? Irgendwas von wie viele Seiten? Kannst du das nochmal laut sagen? Ja, okay, ja, jetzt passt's. Wie viele Seiten braucht Annika? Das heißt, wir haben was für eine Rechnung? Nein, Kinder, nicht 32 mal 8. Das wären ja dann viel zu viel. 32 Sticker hat sie. 8 kann sie auf die erste Seite kleben, dann sind es schon mal weniger. Also, natürlich brauchen wir eine Geteiltrechnung. Oder 8 in 32. Ausrechnen. Ich habe schon was gehört. 4 mal, das heißt, sie braucht 4 Seiten. Antwort immer die Frage beantworten. Das heißt, Annika, so, jetzt höre ich mal zu, was da aus den Wohnzimmern kommt. Gut. Der Punkt gehört natürlich nicht her. Gut, liebe Kinder, kommen wir zur Nummer 3. Und das ist jetzt was Neues, nämlich ein sogenanntes Diagramm. Ein Diagramm zeigt dir mit einem Balken in diesem Fall eine Anzahl. Ja, und die Anzahl steht dann meistens oben noch da. Schauen wir mal, ob das stimmen kann. Ein Strichel sind immer 10. 2 Strichern 20, 3 Strichern 30, 7 Strichern 70, 8 Strichern 80. Daher die 72 ist hier. Ja? Und jetzt, da haben wir jetzt einmal die Informationen, wie viel die Kinder gespart haben. Erste Frage, wer hat am wenigsten gespart? Schau genau. Der Lukas. Vielleicht spart er auch am kürzesten. Und jetzt müssen wir Fragen mit richtig oder falsch herausfinden. Wenn hier steht, Anna hat doppelt so viel Geld wie Gabriel, dann schauen wir mal auf die Anna und auf den Gabriel. Das heißt, wir vergleichen diese zwei Zahlen. Ist 28 jetzt das Doppelte von 14? Finde es selber heraus. Und wenn du es weißt, kreuzt du an, richtig oder falsch. Fragen wir mal den Trax, ob er aufgepasst hat. Trax? Ja? Trax, ist 28 das Doppelte von 14? Nein, 14 ist die Hälfte von 28. Puh, jetzt setzt uns der Trax schon Rätsel vor. Kinder, hat er recht? Ist 14 die Hälfte von 28? Der hat recht, wirklich. Der Kerl wird immer schlauer. Und wenn 14 die Hälfte von 28 ist, dann ist 28 das Doppelte von 14. Das heißt, diese Aussage ist richtig.
So, der Dinko, den suchen wir uns mal. Und viermal so viel Geld wie Lukas. Dinko 36, Lukas 9. Ist 36 4 mal 9 mal Sätzchen? Können wir schon? Passt. 36 ist wirklich 4 mal 9. Sophia, das ist diese hier. Die hat ganz viel gespart, 72 Euro. Und der Lukas hat nur 9 Euro. Ist 72 6 mal 9 oder rechne am besten aus, 6 mal 9 ist, mal Reihe von 9, 9 mal 6 ist 54. Trax, lass die Kinder denken. Also Kinder, ihr habt es euch schon verraten, 9 mal 6 ist 54. Stimmt das daher, ja oder nein? Wie viel hat denn die Sophia? Hat die 54? Nö, die hat 72. Daher falsch. Das Letzte magst du es dann wirklich alleine. Kinder, zu diesen zwei Seiten heute am Donnerstag erzähle ich euch mal gar nichts. Denn jetzt wollen die Fräulein Elisabeth, der Trax und ich wissen, ob du dir manche Dinge schon ganz gut gemerkt hast oder noch üben musst. Das heißt, du versuchst das wirklich alles alleine zu lösen. Was du nicht kannst, entweder probierst du mit Ausprobieren oder du lässt es im Notfall aus. Es hilft uns, dass wir dir dann helfen, das so zu lernen, dass du es wirklich verstehst. Du, Richard, ich freue mich. Worauf bitte, Trax? Auf nächste Woche. Okay, was ist der besondere Grund? Dass die Kinder dann wieder da sind. Ja, das wünschen wir alle uns, die Fräulein Elisabeth, der Trax und ich. Einen schönen Freitag, da hast du nur mehr die Aufgaben zum Fertigstellen, die du bis jetzt nicht geschafft haben solltest. Und ansonsten, bitte mach morgen eine schöne Zeichnung. Gute Idee, Trax. Und was sollen die Kinder zeichnen? Mich! Na, das kann was werden. Einen hässlichen Vogel zeichnen. Nein, Trax, war nicht so gemeint. Du bist der schönste Rabe, den ich kenne. Ja, doch, mein einziger. Na dann, schönen Freitag und schönes Wochenende.